So. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Brauche ich das da? So, den Rest brauche ich nicht. Das will ich haben. Das will ich haben. Toll. Das können wir natürlich auch schon. Den Rest können wir alles zerstören. Anwenden. Yep. Juhu. Was ist das da? Wundersamer Stab des Wanderers. Was ist das hier? Splitterplatten der hellen Schar. Aha. Okay. Man muss hier erstmal gucken, was das alles ist, ne? Aber schön, dass wir wieder so eine Kiste gefunden haben. Ich lerne diese Kisten zu lieben. Vor allem komme ich mal mit einem Mount immer näher. Tada. Uf. Ah, okay, doch. Es geht weiter. Mensch von Bree. 30.000. Ja gut, rennst einfach mal 3 Stunden lang durch die Hügelgräberhöhen. Dann kriegst du auch mehr als genug zusammen. Aber wenn ich jetzt hier noch so eine verschlossene Truhe finden würde. Das wäre toll. Nee. Weil ich brauche noch 2000 weitere Prachtstücke des Glanzes. Jetzt steht er ja noch mittendrin. So. So, dann einmal nach Bree zurück. Ich kann dir den ganzen Quatsch erstmal abgeben. Klingt zumindest erstmal nach einem Plan. Was kann ich für euch tun? So. Der braucht eine Beile. Oh, ja, das nicht.
restliche zerbrochenen Beile kann ich auch wegpacken. Das auch. So. Dann, was haben wir denn hier? Unmass. Zerbrochene Holzstreitkolben. Geschwärzter Panzer. Da kann ich dann zumindest das eine dann auch wieder abgeben. Ich grüße euch. Einmal. Dann kann ich den geschwärzten Panzer wieder abgeben. Habe ich auch da wieder Platz. Schwärzte Tierhäute. Kann ich zweimal abgeben. Wie kann ich euch zu Diensten? Hin und wieder zurück. Was benötigt ihr? Ja, gar nichts mehr. So, und einen kann ich dann noch. Schillernde Essenz. Kann ich auch nochmal abgeben. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So. Schwärzte Diode können weg. Die können auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Schillernde Essenz kann auch weg. Oh ja, los noch. Schwefelbrocken können auch weg. Und wieder ein bisschen freier. Ja, ich weiß, Auftragslimit erreicht. Ist ja gut. Plündern. Plündern. Rest zerstören. Wie sieht's mit dem Ruf aus? Ja, es wird. Das wird. Ja. Was kann ich für euch tun? Was benötigt ihr? Ruf 900. Wie kann ich Texte sammeln? So, das dauert jetzt. So, was hast du jetzt so getan? Ich habe Ruf gesammelt. Läuft.
Mein Mount kommt immer näher. Knüff. So. Jetzt. Hier ist ein laufender Baum. Da hinten gehe ich mal von aus, oder? Nee, da oben. Okay. Ja gut. Das loggen wir mal mit ein. So, und dann mal in diese Richtung. Silber. Sie hat oben. Scheint so. Super Körper. Ich brauche auch noch für die Bezwingertat. Stiller Zuschauer, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei den Senfpunkten. Mach's dir bequem. Der Stream läuft ja schon lange. Vielen lieben Dank für dein Lurk und dein Zusehen bisher. Und willkommen im irren Katzenhaus. Und auch an dich geht eine Warnung raus. Wenn du Niveau suchst, wir haben zu lange keins mehr. Manchmal wird es ganz fertig. Ne? Da taucht es vielleicht mal auf. Nicht immer. Meist bleibt es versteckt. So, wo muss ich? Was muss ich tun? Warte mal. Finde ich versprechen mit Grimbrankos. Ja, wo soll der sein? Wenn er der jetzt da oben ist, ne? Ich denn da hin? Warte mal, ich habe eine Idee. Könnte man eventuell nee. Ich glaube, ich weiß wo. Nee, das ist sonst, der braucht eine Urne. Ja, wir sind richtig. Was benötigt ihr? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Yep. Tun wir. Besiegt Räuber und Halborks. Autsch. Scharenleutnant auf der Südwacht. Also irgendwo hier. Also von denen hier habe ich jetzt eher weniger was zu befürchten. Wir machen es eigentlich nur dem Ruf wegen. Bin jetzt so kurz vor meinem Mount. Ich will's haben.
Auch wenn ich noch nicht weiß, wo wir es herkriegen. Aber ich will es haben. Achso, und warte mal, wir haben doch noch Zierwerk hierfür, ne? So. Ich pack das hier einfach zu meinem lieblos zusammengewürfelten Zierwerk. Das gefällt mir so dann doch besser als mit diesen komischen Dingern da. Sieht etwas sehr, sehr blöde aus. Südländerschläger. Nett. Ihr habt keine Chance, ihr habt keine Chance. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin muss. Bin mir noch nicht sicher, ob ich nach oben oder nach unten muss. Okay, in diese Richtung sieht es halt schon richtig aus, ne? Aber... Nein! Bin ich blöd. Ich sag mal nichts dazu. Ich sag mal einfach nichts. Kann sein, dass wir aber auch noch höher müssen. Nee, wir müssen irgendwie nach da. Haha, wir haben ihn gefunden. Oh, süß. Stufe 15. Einfach mal so 20 Level, 10 Level höher. So. Perfekt. Bettchen. Runter. Dass mir noch niemand wegen der Misshandlung meines Pferdes verklagt hat, ist ein Wunder. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Was kann ich für euch tun? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen? Da gibt's keinen Ruf für. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen? Dann auch nichts.
Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen machen? Die Tat dazu habe ich ja bereits abgeschlossen. Das Brechgeräusch, das kam jetzt aber sehr spät. So, dann ist da oben noch was. Und sonst kann ich mich erst einmal auf die Ruinen konzentrieren. Darauf, wie ich mein Pferd quälen kann. So. Das da haben wir bereits. In Bre soll noch was sein? Jetzt hier in den Mooren noch. Reiten wir da doch erstmal hin. Also jetzt quasi hier einmal so durch die Moore und dann nach oben. Und dann beten, dass es da oben die letzte Quest ist. Also komplett durchgequestet haben wir es nicht. Aber alles, was jetzt unter unserem Level ist, meine ich mehr. Hätte das zu diesem Abenteurer-Dings da noch gefehlt, hätte ich es gemacht, aber... Nein. Ist so nicht mehr. Wir sind eindeutig schon zu lange im Breland. Reicht, wie gesagt, wenn ich Bezwingertaten machen muss. Will. Dass ich dann nochmal lang eiere. Und wir haben die Straße wieder gefunden. Und der gelbe Baum. Ich glaube, wir reiten jetzt auch geradewegs auf so ein Ding zu. Sehr gut, hier gibt es sicher Fliegen. Und dann weiß ich nämlich, dass ich nachher Bezwingertaten mache. Ich mich hier nämlich um die sicher Fliegen kümmern. Dufte Hallöchen. Alles gut bei dir? So, ich glaube, da hinten ist die Ruine. Zug fahren und arbeiten, der Klassiker. Ja, stimmt. Aber Zug fahren macht doch Spaß. Zug fahren ist doch das Beste, was es gibt auf der Welt. Macht richtig viel Spaß. Vor allem, wenn die Züge pünktlich nicht sind. Und ganz wichtig, jedes Funkloch mitnehmen. Ja, natürlich. Ohne Funkloch reißt er einfach nicht richtig. So, hat das Ding jetzt geklappt? Ruinen. Jupp. Das ist quasi schräg nach da. Und dann geradeaus durch. Trollzangenruine. 6 und 8. Ja. 6 und 8. Ja, tut das, wenn man es nicht fast jede Woche machen muss. Ja, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Ja, gerade ist es hier nicht ganz so spannend. Wir sind gerade dabei, hier das Buch der Taten ein bisschen zu machen. Sind so in den letzten Zügen des Brelandes, hoffe ich. Sodass wir dann bald Richtung die einsamen Lande ziehen können. Also alles, was sich hier befindet. Die Wetterspitze und ganze Kladderadatsch und boah, Spinnen. Ich hasse diese Viecher. So, von hier aus jetzt nochmal schräg nach da oben. Müsste jetzt irgendwo hier sein.
Haut ab, ihr Scheißviecher. Zum Glück greift ihr mich nicht mehr an. So, Holzhangruine. Und da ist der Obelisk. Dann fehlt nur noch eine Sache in Bre. Dann haben wir den Quatsch auch fertig. Das kann ich wieder schließen. Ich will nämlich noch in die einsame Lande kommen heute. Einsame Lande und 26. Und dann kann ich auch beruhigt das Stream ausmachen. Dann habe ich alles erreicht, was ich heute erreichen wollte. Da können wir uns nämlich gemütlich am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem. Wenn ich noch nicht weiß, ob ich Donnerstag oder Freitag zu meiner Oma fahre. Können wir uns dann gemütlich an die einsamen Lande machen. Und uns dann zur Wetterspitze hinarbeiten. Freue ich mich schon drauf. Stunden später. Nee, da komme ich so nicht weiter. Da muss ich irgendwie hoch. Und irgendwie hoch ist gut. Da hinten, glaube ich. Jo. Meine Ziege kann das ab. Alter, das ist echt am Arsch der Welt, ne? Arsch der Welt. Ich sehe schon kommen. Wenn ich das fertig habe, darf ich da nach unten wieder hineiern. Fürchte ich zumindest. Orks. Oh Gott, der ist lila. Welches Level hat... 55! Oh. Ich bin dann mal weg. Alter, 55. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, der macht mir aber einen Kopf kürzer. Die Frage, muss ich unten oder oben lang? Da. Bist du hässlich. Hör auf, mit Steinen nach mir zu werfen. Ich bin im Breland.
hier habe ich jetzt den alten Wald, Hügelgräberhöhen, Bre, habe ich jetzt mal alles abgeklappert. Und ich hoffe, dass das jetzt hier meine letzte Quest ist. So dass ich nach hier hinten komme. Die einsam lande. Funkloch. Ja, wo man gerade von geredet hat, ne? Nee, wir sind hoffentlich bald im Nördlichen, ja. Ja. Im Nördlichen. Und ich hoffe, dass wir jetzt so langsam aus dem wunderschönen Breland kommen. Ich war ein bisschen verwundert, die haben wohl die Map überarbeitet. Ja. Nicht alle, glaube ich, aber ein paar Maps haben sie mittlerweile bearbeitet. Genauso wie das Auenland. Das sieht jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob sie noch die anderen Maps auch noch überarbeiten wollen. Ich weiß, ich werde angegriffen. Von der Schnappschildkröte. Ja, und die Eredluin sehen so aus. Weg jetzt hier. Stirb! So. So, Eredluin. Sieht aber eigentlich ganz schick aus. Finde ich auch ein bisschen übersichtlicher. Und dann den einzelnen Blenden gesehen. Wie die einsamen Lande sahen früher alle Maps aus. Ich weiß gar nicht. Ja, Nordhöhen hat sich, glaube ich, auch nichts verändert. Hier, glaube ich, auch nichts. Kann sein, dass sie erstmal nur hier in den Anfangsgebieten das gemacht haben. Das ist alles noch gleich. Mal gucken, vielleicht ändern sie das andere ja auch um. Hätte ich zumindest nichts gegen. So, also einmal um den See herum. Eris von Blau und Luin von Berggebirge. Ah. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Zu meiner Schande. Ich bin froh, dass ich mich mit meiner Klasse so langsam auskenne. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Kann auch umgekehrt sein. Wenn sie ihn jetzt schon sehr eingerostet. Alles gut. Du weißt dahingehend trotzdem mehr als ich. So. Und Arme abgeben. Ich grüße euch. Sprech mit Gesender. Ach, komm schon. Ich bin hier weg. Die quälen mich. Hat auch eine gute Grammatik-Tutorial mit Sprechübungen. Ah, okay. Jetzt schaue ich mir später mal an. Wie gesagt, mein Ziel ist es jetzt. Na, vielleicht nicht mehr unbedingt 26, aber in die einsamen Lande zu kommen. Wobei, wenn ich da die ganze Quest abgebe, könnte ich auch die 26 schaffen. Aber dazu muss ich erstmal diese Kack-Quest hier fertig machen. Eigentlich nur in die einsamen Lande. Dann lieber mal was anderes sehen. Was anderes als Grün. Und Wald. Feld. Ich glaube, das ist jetzt der 5. Stream im Breland. Für Eredluin habe ich, glaube ich, 1,5 gebraucht. Auenland waren, glaube ich, so 2, 3. Ungefähr. Ja, und Breland, ja. Ne?
Ein digitales Wörterbuch. Das ist cool. Du bist eine Elbe. Und du spielst auf Belega, richtig? Ja. Yep. Eine Elben und Bela. Hab zwar auch noch einen privaten Char auf Gwai hier. Aber habe jetzt die restlichen alle bei, also auf Bele gemacht. Brillant, es ist auch toll. Bisher finde ich jede einzelne Map schon, die ich so gesehen habe, toll. Aber wenn du es dann wirklich die ganze Zeit siehst, wird es eintönig. Und ich suche das ja zurzeit extrem. Allein alle, was ich dafür getan habe, um meine Ziege hier zu kriegen. Von dem Schatzsucher-Event, was es da gab. Ich saß eine ganze Nacht lang nur an dieser scheiß Ziege. Na gut, und bei dir im Lurk. Bei dir habe ich mich auch in den Lurk gehockt. Also, jo. Hatte ich wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zufrieden mit meiner Ziege. Mit Szenarien auseinandersetzt, verflucht jen der Queen jetzt spricht und verscheuche sie mit Mistgabeln. Okay. Eigentlich werde ich immer mit Mistgabeln verscheucht. Grundsätzlich. Hallo, Lissy. So. Sandheber. Kann ich die Schuhe gebrauchen? Ja, kann ich sogar. Juhu, es war die letzte Quest. Sehr schön. Ihr kommt. Kommt in die einsamen Lande. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Bis auf das Buch der Taten. Aber das mache ich ja eh offscreen. Wir haben's geschafft. Also, auf und davon. Bingo kann ich einloggen. Das kann ich einloggen. Das kann ich einloggen. Und meinen Runenbewahrer kann ich einloggen. Alles da hinten. Sehr schön. So, Brelan vollständig bis auf dem Wildenwald. Aber der kommt, warte mal. Wann kommt der Wildenwald laut jeder Reihenfolge? Nee. Ich hab ja hier einmal. Ja, bin das. Nach den Nordhöhen. Nach den Nordhöhen kommt der Wilde Wald. Könnte man wahrscheinlich auch vorher machen, aber ich will das so machen, wie es dann da ja, in der Liste steht. Habe ich halt so einen roten Faden, wo ich mich lang hangeln kann. Ich bin jetzt die Sprache der Ilm aus Amman, welche wegen der Bruder Moros von Fëanor ihre Sprache ablegen müssen. Diese nur noch für elbische Rituale, zum Beispiel Bestattungen, nutzen dürfen. Jeder Elbte bei der Verwendung von Quenier Mittel, der als allgemeine Sprache erwischt wird, wird von Elben als vogelfrei geahndet. Sind nicht so wenig an, wie sie in den Filmen dargestellt werden. Das sind sie. Ist meistens so, ne? Aber ich finde die Elben trotzdem toll. Mit den Zwergen werde ich halt so gar nicht warm irgendwie. Sie sind zwar cool, aber... Hobbits... sind Hobbits? Das ist ungefähr... der Lala für mich in FF14. Aber nein. Nein. Nein, wirklich. Vor allem, wenn dann so ein Hobbit so als Tank rumläuft. Nein. Nein. Nein, einfach nein.
Irgendwie kann ich den nicht ernst nehmen. Also ich kann Robert als Tank nicht ernst nehmen. Das geht einfach nicht. Die Zwerge in Moria sind toll. So weit war ich bisher noch gar nicht. Ich bin noch nicht mal in die Nähe von Moria gekommen, seit ich das Spiel spiele. Wie gesagt, Wetterspitze. Das weiteste, was ich bisher je geschafft habe. Wetterspitze. Danach habe ich immer aufgehört. Ich glaube, diesmal wird es aber anders sein. Hoffe ich zumindest. Aber ich gehe mal ganz stark von aus. Allein, weil ich die Ziege habe. Und ein schickes Zierwerk. Mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich sehe das Ziel. Es ist da hinten. Alter, man müsste echt mal die Zeit stoppen, wie lange man braucht von dem einen Ende bis zum anderen Ende. Aber das ist cool. Bin mal gespannt, ob sie es wirklich grafisch überarbeiten wollen. Weil ich lese zumindest recht viel, dass sie halt das irgendwie so, ne, grafisch mal ein bisschen aufbessern wollen. Aber ob sie es dann machen, ne, ist die andere Sache. Relevant ist, es gibt in Moria einen Zwerg, unscheinbar und normal wie alle anderen Zwerge. Mit einem Unterschied. Unter dem Namen steht... Oh Gott. Ja, sehr cool. Ja, mal sehen, ob ich den finde. Torinzell bis Bre zu Fuß 1,5 Stunden. Echt? Ich habe mich nämlich vorhin gefragt, wie lange es dauert, zum Beispiel, weil es ja ohne Ladezeit ist, von hier bis... Ich weiß nicht, ob hier auch noch ohne Ladezeit ist, aber bis hierhin zumindest. Wie lange das dauert. Das wäre dann einmal auch durchs ganze Breland durch. Durchs ganze Auenland. Und dann halt wirklich nur diese Straße nehmen. Wie lange das dauert. Ich glaube 24 Minuten zu Fuß. Alter, war aber auch echt eine Ewigkeit unterwegs. Messen, als ich meiner Freundin das Spiel das erste Mal gezeigt habe. Ja, ich will das auch mal machen. Das kann ich auch mal machen. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche und das wirklich zu Fuß mal machen. Weil Reittier ist ja langweilig, ne? Dann kannst du dir aber, glaube ich, nebenbei auch einen Film anmachen. Stimmt, du lässt einfach nebenbei einen Film laufen. Startest es, wenn du losgehst und dann siehst du, wie lange du brauchst. 16 Jahre her oder so. Ja, war doch erst gestern. Geh mal zu Fuß von Torinzell bis zum ältesten Teil Gundabad. Ganz oft durch Moria gehen. Will ich wissen, wie lange das dauert? Wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Ich sehe die Hütte, ich sehe die Hütte. Wir sind fast am Ziel. Die Größe und die Detailverliebtheit, ja. Das finde ich halt auch echt mega cool. Es macht mir auch Spaß, hier so durchzu galoppieren. Aber halt wirklich, wenn man Reittier hat. Ich glaube, zu Fuß würde ich dich einen Rappel kriegen. Das ist echt schön. Vor allem hier diese, wenn es hier so blüht und so, das finde ich richtig schön. Da gibt es keinen Weg über das Nebelgebirge. Ich finde, das fehlt noch. Ja, das wäre halt auch cool, ne? Arme komplett durchs Nebelgebirge. Ja, das hätte was. So. Also, das ist einfach nur annehmen. Okay. Oh, wir haben es in die einsamen Lande geschafft. Okay. Ziel, einsame Lande. Jetzt beenden. Hallo, könnt ihr mir annehmen. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen annehmen. Muss, aber würdet ihr mir annehmen. Es annehmen. Tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber annehmen.
Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Es tut Bingo! Mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Der Unterschied zum tänzelnden Pony ist wie Tag und Nacht. Der Unterschied zum Schankraum des tänzelnden Ponys... Achso, ich muss ja hier einmal wieder größer machen. Zum tänzelnden Ponys ist wie Tag und Nacht. Dieser hier ist beklemmt und abweisend. So viel ist sicher. Aber das könnte sich als Vorteil erweisen, nachdem die Vergnügung in Bre berühmten tänzelnden Ponys meine Reise fast zum Erliegen gebracht hätten. Die Gäste hier sind ruhig und still. Außer diesen beiden hier. Also ein Tänzelnpony. Milo war ein freundlicher Kerl und ich hoffe, unsere rasche Abreise hat ihn nicht verstimmt. Wir dürfen es uns nicht zu lange gemütlich machen, sonst ist die ganze Reise in Gefahr. Ich sagte, dies wäre ein finsterer und trister Ort, aber seht euch einmal die beiden in der Ecke dort an. Bei ihnen scheint es sich um schillernde Persönlichkeiten zu handeln und sie passen nicht zu dem Rest der Gesellschaft. Lass uns mal herausfinden, was die beiden so beschäftigt, in Ordnung? Also besser gesagt von der Quelle zum Nebelgebirge. Gott, ob ich da jemals hinkomme? Ich glaube, das dauert Jahre, bis ich da bin. Jahre. Ich wäre schon froh, wenn ich irgendwann Stufe 40 erreiche. Das wäre für mich schon ein Ziel, wo ich sage, jo. So weit war ich noch nie. Hallo, kann ich euch behilflich sein? Es sei denn, ihr müsst meinen Namen gehört haben und wollt mir von meinen Erlebnissen erfahren. Ist mir immer eine Freude, mich mit Bewunderern zu unterhalten. Ich habe Haley hier gerade von einigen meiner größten Funde berichtet und sie hat gespannt gelauscht und das werdet ihr auch. Das werdet auch ihr. Ein kurzer Blick auf Haley Mädesüß verrät, dass dies wohl nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ja, ich bin der große Theodor Ginster, Meisterschatzsucher und Durchwanderer der wilden Lande. Wenn es einen Schatz in den verborgenen Winkeln dieser Welt zu entdecken gibt, war ich bereits dort und habe ihn gefunden. Ich habe viele Taten verbracht, die umfassend dokumentiert wurden. Meine Tugenden sind ebenso wohl bekannt. Ich habe so viel erreicht, dass mir nur noch eins bleibt, mich zur Ruhe zu setzen. Theodor behauptet von sich, ein Meisterschatzsucher zu sein. Laut und häufig. Und erzählt davon jedem in großer Länge und Breite, der gewillt ist zuzuhören. Unglücklicherweise scheint er gerade mich dazu auserkoren zu haben. Jeder kann von sich behaupten, ein großer Schatzsucher zu sein. Tatsächlich kann sich jeder auf solche einen Such begeben. Das Finden ist der Unterschied zwischen den wahren Meistern und jenen, die lediglich vorgeben, einer zu sein. Lass mich raten. Und Bingo will jetzt Schatzsucher werden. Ich habe eine grandiose Idee. Nein. Bitte nein. Nein! 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 Bingo! Aus! Nein! Ich will nicht! Theodor ist ein Meisterschatzsucher. Das klingt spannend und könnte einen vielversprechenden Eintrag in meinen Abenteuerchronik ergeben. Du suchst doch gar nicht! Das muss ich für dich machen! Du bewegst dich doch gar nicht aus der Hütte raus! Ich muss doch suchen! Und er trägt es für sich da in sein Buch ein! Manu! Ja, gestern K3 durchgespielt. Glückwunsch. Und wie hat's dir gefallen? Ich bin auch in den letzten Zügen. Ganz in den letzten Zügen. Bisschen muss ich noch machen. Bei K3. Nach Jahren. ich habe eine grandiose Idee. Könntet ihr Theodor darum bitten, mich das Handwerk eines Schatzsuchers zu lehren? Mir ist aufgefallen, dass sich mein Manuskript bisher hauptsächlich den Aufenthalten in Gasthäusern widmet. Ja, was für ein Wunder. Um ein Schatzsucher zu werden, müssten wir in die wilden Lande ziehen. Das würde dem Lesererlebnis ungemein gut tun. Fragt ihr ihn bitte? Meine Meinung, der zweitbeste Teil der Reihe. Also ich finde K3 auch echt richtig gut. Ich finde ihn echt richtig gut. Und welcher ist dein liebster Teil? Wenn es nur dein zweitbester Teil ist. Jetzt bin ich gespannt. Wie bitte? Euer Hobbit-Freund möchte ein Schatzsucher werden? Ich würde ihn ja gern unterrichten, aber das ist nicht leicht zu erlernen. Sollte er keine natürliche Neigung solchen Abenteuern besitzen, werden meine Bemühungen umsonst sein. Außerdem stehe ich kurz davor, mich zur Ruhe zu setzen. Ich glaube, von meiner Zeit damit zu verbringen, Haley hier mit Erzählungen aus meinem interessanten
bunten und ereignisreichen Leben zu unterhalten. Und das würde ich lieber alleine tun. Theodor überlegt einen Augenblick und entschuldigt sich dann. Entschuldigt meine Grobheit. Hier, nehmt dieses Rätsel. Es ist scheinbar ein Hinweis auf einen Schatz irgendwo in den einsamen Landen. Auf einem Schatz, den ich nie gefunden habe. Wenn ihr beide dieses Rätsel lösen und den Schatz finden könnt, kann ich euch vielleicht doch noch etwas beibringen. Viel Glück und gehabt euch wohl. Das war's lieb. Ist auch mein Liebster. Ist tatsächlich auch mein Liebster. In den Teil hatte ich mich echt so ein bisschen verguckt. 508, okay. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? So kurz, ey. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehen? Jetzt steht mir aber die Frage, wo ist die Hauptquest? Ach, mit... in dem Lager, okay. Da geht's dann erst weiter. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit spielen? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Das habe ich erstmal hier alles gedingselt. Dann mal gucken. Die dir gewährt. Was benötigt ihr? Fortsetzen. Okay. Jetzt reisen. Dies ist eine Solo-Aufgabe, die nicht mit deiner Gefährtengruppe... Okay. Mache ich jetzt nicht mehr. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich will nur noch kurz die 26 vollkriegen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das werden wir dann noch herausfinden. Jo. Also, Viechesse, wo seid ihr? Zweiundzwanzig, okay. Nehme an. Ja. Die Viecher brauchen wir auch wieder. Metzeln wir hier noch mal ein bisschen was. Die Glane, okay. Wieder neuer Ruf dazu. Oh. Das wird Ewigkeiten dauern. Kommt schon, Level 26. Wir warten auf dich. Die ist nur einer. Das ist noch so ein Fürzeltchen an Erfahrung. Ganz, ganz kleines Fürzeltchen. Eine Frühlingsfibel.
Ich brauche mal normale Zwiebeln. Da ist noch ein Eber. Komm her. Komm her. Nein. Einer noch. Ja? Na, vielleicht zwei. Ich glaube, wäre ich jetzt noch zur Hauptquest dahin geritten, hätten wir es eher geschafft. Juhu! Wir haben Stufe 26 erreicht. So. Dann gehe ich einmal zur Hütte zurück, damit wir sicher stehen. Damit ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich hier beim nächsten Mal sterbe. Haben wir hier bekommen? Nach Verwendung kosten alle Fertigkeiten eine Kraft. Okay, dann kommt das einmal mit nach da oben. Jujechen. Dann stellen wir uns hier in Sicherheit hin. So. Dann mache ich, glaube ich, Feierabend für heute. Ich spiele ja nachher eh noch genug Lotro. Q.